Vor 3 Monaten herrschte in Pirna Ausnahmezustand. Das Hochwasser beschäftigte die Menschen. Tag und Nacht half jeder jedem. Die Hilfsbereitschaft untereinander war hoch. Es wurden Sandsäcke geschleppt, Menschen und Möbel in Sicherheit gebracht. Niemand stand tatenlos herum. Auch die Mitarbeiter der städtischen Wohnungsgesellschaft Pirna und des Dienstleistungsanbieters Piepenbrock verzichteten in diesen Tagen auf ihr Privatleben und waren stattdessen im Dauereinsatz. Dafür sagten die Geschäftsführer der beiden Firmen und Pirnas Oberbürgermeister jetzt Danke mit einer Party für die Helfer. Ich denke, es hat gerade mit unseren städtischen Gesellschaften während der Phase des Hochwassers eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit gegeben und wir haben gemeinsam versucht, natürlich den Schaden für die Stadt Pirna, für unsere Gesellschaften zu minimieren. Und da bin ich sehr dankbar, dass die Geschäftsführer aktiv mitgearbeitet haben in der Einsatzleitung und wir so auf alle Probleme sehr schnell reagieren konnten. Bei Bratwürsten, Steaks, Salaten, Bier und Wein konnten sich die Angestellten entspannen und genossen den Abend mit ihren Kollegen. Dazu hatten sie auch allen Grund. Im Fall des Hochwassers haben eben die Piepenbrock-Leute alles mobilisiert, was sie konnten, an Leuten, an Technik, und sind mit uns in die Gebäude rein, haben versucht, Sicherungsmaßnahmen durchzuführen, Technik noch ausgebaut, um sie vom Hochwasser zu schützen. Aber auch unmittelbar, als das Wasser wieder zurückgegangen ist, wurde sofort begonnen mit der Schlammbeseitigung, mit allen anderen Maßnahmen, die notwendig waren, um die Schäden möglichst niedrig zu halten und möglichst schnell wieder zu beseitigen. Derzeit wird der Schaden, den das Hochwasser an den Gebäuden der WGP hinterlassen hat, auf 4 bis 5 Millionen Euro geschätzt. Zum Vergleich, im Jahr 2002 waren es 11 Millionen Euro. Die WGP hat aus der ersten Flut gelernt und konnte deshalb schneller und effizienter handeln. Dennoch wird es ein paar Monate dauern, bis alle der 120 betroffenen Gebäude in der Stadt wieder in altem Glanz erstrahlen werden. Ich denke, das wird noch ins nächste Frühjahr reinreichen bei einzelnen Objekten. Das heißt dann nicht, dass die Objekte nicht schon nutzbar sind, aber es gibt bestimmte Arbeiten, die werden sich da noch hinziehen. Einige Objekte sind ja schon fertig, da ist es ja schnell gegangen, hat gut geklappt. Café Canaletto kennen viele Bürger dort zum Beispiel. Bei anderen Objekten wird es länger dauern. Bis zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes sollen alle WGP-Geschäfte in der Innenstadt wieder voll einsatzfähig sein. Und auch wenn wir alle es nicht hoffen, sollten irgendwann wieder Wassermassen durch Pirna strömen, wollen die WGP und Piepenbrock den künftigen Schaden noch geringer halten. Im Moment haben wir gemeinsam auch mit der WGP Lösungsvorschläge erarbeitet, wie wir so eine Dinge vor allen Dingen auch in der Zukunft verhindern können. Und das ist unser großer gemeinsamer Ansatz, dass wir im Rahmen einer Havarieplanung gemeinsam mit der WGP die Erfahrung, die wir dieses Jahr gesammelt haben und vor allen Dingen die Erfahrung, die wir die letzten Jahre gesammelt haben, in diesen Konzept einfließen zu lassen, um in der Zukunft noch schneller und noch professioneller darauf reagieren zu können. Hauptaugenmerk legen die WGP und Piepenbrock auf das Zeitmanagement und die verfügbare Technik. Das alles soll in einem Maßnahmeplan für die Zukunft festgehalten werden.